bin Sophia. Und ich bin Ray. Und wir sind Feuerland. Diesen Freitag, an der 27. um 20.15 Uhr. Genau, auf Sat.1 kommt All Together Now. Nicht verpassen, schaltet ein. Ciao. Ihr Lieben, heute ist Feuerland in the house. Hello, hi. Das ist einmal Ray und das ist Sophia. Ja, genau. Und ich freue mich riesig, dass es endlich mal geklappt hat. Wir haben es oft vorgenommen, mal so zum Frühstück oder zum Kaffee oder Abend. Aber heute sind sie endlich mal von Köln hier zu uns angereist. Genau, endlich mal. Schön, hier zu sein. Sehr schön. Ja, es gibt ja auch einen ganz besonderen Grund, worüber wir heute ganz speziell einfach mal reden wollen. Ja. Denn am Freitag startet die erste Sendung All Together Now. Yes! Und wir sind sehr gespannt. Ja, ja, wir freuen uns. Tierisch auf diesen Moment. Ja, genau. Ja. Endlich. Mhm. Wollt ihr mal so ein kleines bisschen über diese Sendung überhaupt erzählen, damit die Leute da draußen mal so erfahren, um was es da überhaupt geht? Mhm. Gerne. Möchtest du oder soll ich? Du kannst anfangen. Ich fange an. So, das ist eine Musikshow mit 6 Folgen. Genau. Und in jeder Folge gibt es einen Gewinner. Das ist, genau, das ist so, dass wir sind dann große Band mit 100 Jurymitgliedern, Professional Sängerinnen und Producers und DJs und alles Mögliche. Aha. Und da kommen die Teilnehmer auf die Bühne, singen einen Song und wir müssen dann buzzern oder drücken, wenn die uns mitreißen. Wie sagen, wenn wir das Gefühl okay. haben, boah, das war gerade richtig schöner Auftritt. Ich möchte tanzen, ich möchte mitsingen. Und dann stehen wir auf und tanzen und singen mit. Und wenn nicht, dann bleibt man sitzen halt. Wenn wir sagen, oh nee, das hat mich gerade nicht so geflasht. Ich bin gerade nicht so begeistert davon. Und ja, dann bleibt man halt sitzen. Und deswegen die Show heißt All Together Now, weil in diese eine Minute sozusagen, die Kandidat muss die ganze 100 begeistern. Und in 30 Sekunden, wir haben den Song gehört, wir haben die Stimme gehört, wir haben die ganze Optik gesehen. Und in diese 30 Sekunden, wir entscheiden Top oder Flop sozusagen. Genau. Die kriegen einen Punkt von uns oder nicht. Und deswegen ist es super spannend, weil wir wissen nicht, was kommt auf der Bühne. Wir können die Kandidaten sehen, aber wir wissen nicht, was kommt von Stimme, was die singen. Und unsere große Verantwortung ist, wir müssen tuscheln die ganze Zeit. Genau. Wir müssen tuscheln und raten, was machen die, was tragen die, welche Musikgenre, welche Song. Ja. You know, und klar, wir wissen alle, dass alles mit den Augen ist 80%. Du siehst das und du denkst, okay, Moment, was ist das für eine Act auf genau. der Bühne? Und eigentlich ist es auch so ein bisschen wie ein Reality-Show dann, weil jeder tuschelt und sagt Sachen über die Künstler, die gerade auf der Bühne steht und das kommt auch halt in der Sendung mit dann. Ah, das wird also dann immer so dazwischen auch gezeigt. Das heißt, egal, das ist eine Wand mit 100 Jurymitgliedern, aber trotz alledem, je nachdem, wo die Kamera ist, ja. werdet ihr eingeblendet. Ja. So, wir ja. waren der ganzen Zeit aufgenommen aus Feuerland. Ja. Wir waren die ganze Zeit aufgenommen. Jeder hat sein Box und jede Expert und Expertin hat sein Box oder ihr Box. Und wir mussten die ganze Zeit tuscheln, die ganze Zeit Deutsch sprechen, die ganze Zeit Meinungen geben, die ganze Zeit Kritik geben. Also, und das Lustige ist ja, irgendwann vergisst du, dass dein Mikrofon an ist und du redest dann Quatsch und was weiß ich, natürlich nicht Schlechtes, aber manchmal habe ich gedacht, so nach dieser Sendung, oh Gott, was habe ich heute gerade gesagt? Manchmal ist es peinlich, manchmal waren wir doof, wir haben einmal gestritten und gesagt, oh Gott, hoffentlich dann kommt das nicht mit, das wissen wir halt nicht. Okay. Die ganze Show. Worüber habt ihr dann gestritten? Weil ja unterschiedlicher Meinung. Ich möchte die Drama hören jetzt. Oh mein Gott. Ja, klar. Ja, guck mal. Ja, wir sind Sophie und ich sind sehr leidenschaftliche, passionate Leute. Ja. Und ja, ist manchmal, wir haben nicht die gleiche Meinung, aber das Schöne dabei ist, was ich ganz schön sagen, ist, dass wir ganz sehr schnell
eine Lösung finden, ja, zusammen, immer, ja, so to speak. Und du musst es wissen, es ist eine große, enorm Druck. Mhm. Du bist fast 8 Stunden, jeder Drehtag war fast 8-9 Stunden. Ja. Du bist nur am Tuscheln, ja, 8 Stunden lang, nur am Tuscheln, 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 Tuscheln. Ich komme aus Amerika, meine Muttersprache ist Englisch. Mhm. Ich habe viel Deutsch gelernt in dieser Woche. Ich habe viel Deutsch von sie gelernt. Sie war immer meine Lehrerin. Mein Deutsch ist auch perfekt, deswegen war es ja so, genau, super gut für Ray, immer mehr zuzuhören. Nein, aber und nicht nur tuscheln, sondern du warst immer auf Performance. Du, ja, du es ist eine Performance, die Kameras sind auf, ja, dich. Genau, die ganze Zeit. Genau, und deswegen, es war schon so eine harte Show, habe ich noch nie gemacht, aber es ist super lustig auch. Super lustig. Wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt, so viele tolle Sänger, Künstler kennengelernt. Also es war richtig, ja, ich schön, ich habe wirklich gesehen, es sind wirklich auch einige Sänger und Sängerinnen dabei, die auch selbst ich persönlich kenne. Ja. Und hat mich echt gefreut, dass ihr da auch mit reingekommen. Wie, ja, wie kommt man überhaupt in so eine Show? Ja, zuerst, du musst ein Casting machen. Mhm. Und was ist so crazy, ist, dass diese Song, ich hatte ein Casting für 3 Jahren. Vor 3 Jahren, ich hatte ein Casting für diese All Together Now Show und viele verschiedene Sachen sind inzwischen gekommen und lassen wir sagen, jetzt on the 27. Mai, the show kommt raus. Sophia ist auch, yeah, dabei, sie, yeah, hat auch ein Casting und die haben uns genommen für unser Feuerland Music Project. Und wir sind so stolz dabei zu sein, weil du bist mit 100 richtige, geile, talentierte Experten von jedem Musikgenre ist repräsentiert, jeder, ja, Alter ist repräsentiert, mhm, Mann, Frau, jung, alt. Es ist so multikulti und ich finde heutzutage, das ist so wichtig, weil das ist Deutschland. Das ist Deutschland, mhm, ist nicht nur in eine Richtung. Es ist multifaceted und es war eine Music Celebration, ja, auf der Bühne. Ja, Wahnsinn. Ja. Und so, ja, bunt, ne? Bunt. So bunt. Bunt. Extrovertierte Leute. Ja, genau. Und man denkt, dass wenn du hast so viele extrovertierte Leute, wo ist die Divas? Gibt, ja, es, ja, Divas? Gibt, ja, es Streite? Gibt, ja, es, ja, Konkurrenten? Gibt es Drama? Kein Drama. Gar nicht. Gar nicht. Jeder war so respektvoll zu den, mhm, anderen. Wir haben das alles richtig geschätzt. Wir sind die 100. Mhm. Wir sind hier, Music auf the next level, ja, zu, genau, bringen. Ja. Und deswegen, wir sind so excited about this. Wahnsinn, ja. Ich bin, also ich bin auch schon total gespannt, weil ihr hattet mir ja jetzt im Vorfeld auch schon so ein bisschen erzählt. Ja. Und da habe ich dann gedacht, okay, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, weil so 100 Leute in der Jury, man kennt die Castingshows so aus dem Fernsehen, ich nenne jetzt mal keinen Sender, nee, aber da sagt man, da sitzen ein paar Leute, die entscheiden erstmal darüber, wer weiterkommt. Ja. Mhm. Und hier ist es halt jetzt wirklich so, wie ihr ja schon sagtet, dass in jeder Show es einen Gewinner gibt. Genau. Wie funktioniert das? Die zählen halt die Stimmen und der am meisten Stimmen bekommen hat, gewinnt halt so. Ne? Am meisten, also die letzte, beste 3, ja, erstmal kommen 3 ins Finale. Also die am meisten Stimmen bekommen haben, kommen ins Finale und dann singen wir dann einen zweiten Song. Ah. Die 3 Kandidaten. Und von diesem Finale wird dann ein Gewinner gewählt. Mhm. Also der am meisten Stimmen bekommen hat. Und dieser Gewinner gewinnt 10.000 Euro. Ja. Aber ich möchte gerne auch sagen, es ist kein Casting-Show, es ist, genau, wirklich eine Music-Show. Genau. Wir als Jury-Mitglieder, ja, wir haben natürlich ein Casting gemacht, in die Show reinzukommen, aber es ist echt eine Music-Show. Ja. So jede Show, es gibt 6 Folgen und jede Folge ist ganz neue Kandidaten. So, ja, genau, jede Folge, 10.000 Euro ist geschenkt, gewonnen. Genau. Und das ist ja auch nicht so ein Casting-Show, als am Ende bekommt der Gewinner einen Plattenvertrag oder so, sondern es geht nur um gute Laune, um genau, positive Energie. Also gibt es, ja, ich fand dann, du musst ein bisschen üben. Also es ist jetzt nicht so, mhm, sowas, mhm, sondern es ist nur positive Energie und Spaß. Und auch nicht, dass man jetzt alle 6 Folgen gucken muss, um dann, nein, dass da erstmal, ja, genau, der Gewinner, nein, bekannt wird. So jeden Freitag, ja, um 20.15 Uhr, ja, okay, auf Sat.1.
spannend. Spannung pur. Was ich finde auch cool, ist, dass Sophie und ich hatten die Möglichkeit, bei jeder Folge neue Outfits. Genau. Jede Show hat neue Outfits. Alle 100 Leute, Experten, haben neue Outfits, neue Looks, neue Kandidaten. So, jeder Freitag ist du anfängst von vorne. Ja, genau. Und deswegen, ich finde es so spannend. Es ist total eine Familienshow. Mhm. Du kannst das mit der ganzen Familie anschauen. Ja. Jung, alt, jeder Musikgenre ist getroffen. Es macht Spaß. Also einmal quer durch. Also es wird nicht nur Deutsch gesungen, sondern auch wirklich Englisch, Spanisch, sage ich jetzt mal, wenn es geht. Alles, ne? Italienisch. Ja, genau. Schlager ist dabei. Ja. Genau. Country Musical, ist dabei. Pop, Country, Reggae, Heavy Metal. Okay. Warte, Gabi, du wirst echt... begeistert sein, ich glaube. Ja, also mal alle reinschalten am Freitag. Und wenn es nicht gefällt, dann okay, dann kann ich nicht helfen. Also, wie schon gesagt, aber so eine neue Show muss ja auch erstmal gesehen werden und ein bisschen Werbung dazu gemacht werden. Ja. Vor allen Dingen, wenn dann so viele nette Künstler dabei sind, die man eben auch kennt und auch alle die, die uns verfolgen, den einen oder anderen schon bei mir gesehen zu haben, ist natürlich dann umso spannender. Ja, ne? Wann kommt endlich mal wieder Ray ins Bild? Wann kommt Sophia ins Bild? Wann kommt die Giselle ins Bild? Yeah. Wann kommt Aytok? Keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ja. Ne? Aber es ist einfach schön. Ja, ne? Das stimmt. Es ist wie eine Boyband oder Girlband auf XXXXXXL. Ja, es ist something for everybody. Ja. Aber die Outfits durftet ihr euch selber aussuchen oder also eure eigenen privaten Sachen oder wurden die gestellt? Wir haben wir haben hingesetzt und haben richtig viele Mühe gegeben und ausgedacht, was wir tragen, was wir möchten präsentieren für Feuerland. Und wir hatten Glück, die haben alle unsere Outfits genommen, genau, the Costume Department. Man müsste die dann erstmal schicken und zeigen, was man dann vorhat, so tragen sozusagen, dass es auch okay, alles in Ordnung ist. Aber wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, dass wir auch zueinander passen und dass wir als Feuerland, unser Feuerland-Stil dann reingebracht haben. Und, genau. Und wir haben sehr viele positive Feedback bekommen von unseren Outfits auch. Und wir hatten Spaß gehabt. Und von den Kollegen oder auch von den Teilnehmern. Und wir haben... Genau, und wir hatten diese ganze Moment richtig ernst genommen. So, wir haben unsere ganze Outfits aufgepimpt. Wir sind zu der Bastelladen. Wir haben mehr Pailletten hier, mehr Beads, mehr das und jenes. Alles ein bisschen... dass man auffällt, ne? Auf jeden Fall. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Es hat uns auch motiviert und... oh mein Gott, wir sind so gespannt. ich kann kaum warten. Ja, ich merke das schon. Also die Aufregung steigt selbst bei euch, obwohl ihr gar keine Kandidaten seid. Ihr wart nur die Jury, ne? Und das ist schön. Das ist endlich schön, auf der anderen Seite zu sein. Genau, das war natürlich sehr schön. Aber wir müssen jetzt, wir waren auf der Seite. Genau. Jetzt kennt ihr beide Seiten. Ja. You know, und das Feedback, was wir haben, auch natürlich von der Production bekommen, ist, dass ich glaube, wir waren so großzügig mit unseren Punkten. Ne? Wir hatten immer am Anfang die gleiche Meinung, wir sind immer aufgestanden, war für uns, es war eine Celebration, wir möchten jeden Kandidat unterstützen, weil es ist, du musst es vorstellen, die stehen vor 100 Fachleute. Genau, also kein kann sich verstecken von Outfit, von Stimme, von Optik, von Entertainment, Show. Nein, alles ist da auf der Bühne. Ja, Wahnsinn. Deswegen wollen wir unterstützend sein, weil wir wissen, es ist so schwierig, da unten zu stehen jetzt gerade. Und die waren ja total nervös natürlich, auch, ne, versteht man ja auch. Deswegen waren wir haben zu oft vielleicht. Ja, und das Gute dabei ist, das Regel für uns als Jurymitglieder ist, sobald der Buzzer ist gebuzzt, sobald wir buzzen, wir können aufstehen, singen und tanzen. Ihr musstet auch noch performen. Wenn wir machen gar nichts mit dem Buzzer, dann wir müssen still bleiben und Mund zu. So, du hörst dann eine geile Song und du denkst, die Performance ist, aber ich mag diese Song, aber der Künstler mag das nicht so gut. Wir buzzen. Wir stehen auf und trotzdem machen unsere Spaß. Und wir haben.
Ja, das ist ja eine ganz neue Linie, ne? Das hat man sowas in der Art, hat man ja wirklich hier überhaupt noch nie gehabt. Ja, ja, genau. Und ne? Dass dann die Jury einfach sagt, hey, das ist jetzt mein Ding und das mache ich jetzt und da ziehe ich durch. Ja, absolut. Klasse. Also ich bin jetzt auch schon mega gespannt. Und uns auch. Definitiv, euch da alle zu sehen. Und ja. Was denkt ihr, wie oft werdet ihr zu sehen sein? Habt ihr so ein Gefühl you dafür? You know what, Es war wirklich eine Herausforderung für Sophie und ich, weil bevor diese Show, wir waren nur konzentriert auf Feuerland und wir waren konzentriert nur auf unsere Musik und was wir machen mit unserem Projekt. Und auf einmal, du bist in einem Raum mit 98 anderen sehr extrovertierten, exotischen Vögeln. Ja, genau. Ja, was machst du damit, you know? Und dann, wir haben immer konzentriert, dass wir machen unsere Show, you know, wir waren immer respektvoll und liebevoll mit den anderen Kandidaten. Wir haben natürlich sehr schöne, nette, coole Leute kennengelernt. Aber unsere Aufgabe war, you know, unsere Meinung zu geben in unsere Box. Und so, wir haben... Und uns so zu zeigen, wie wir sind. Also wir sind fröhliche, positive Menschen und das hoffen wir, dass es kommt auch so rüber. Yeah. So sind wir einfach. Ne? Und ich glaube, manche waren am Anfang so ein bisschen überfordert und dann haben wir gesagt, oh Gott, die machen so eine Show. Aber dann am Ende haben die gedacht, nee, die sind so. Yeah. Die machen keine Show. Das ist echt. Die sind wirklich. Kann ich bezeugen. Also immer wenn ich die beiden sehe, die sind einfach so. Immer gut drauf, immer gut gelaunt. Dankeschön. Doch. Und genau. Und so positiv. Sophie hat das richtig betont, die Energie. Ja. Wir sind wirklich mit 300% reingegangen. Und natürlich, manche haben gefragt, okay, ist das nur ein Show auf die erste Tag in the Probe? Mhm. Aber nein, wir haben die ganze Drehtage durchgehalten, wie war Sophia und Ray. Ja. Und das ist schön. Und das ist schön, dass die Leute haben das, you know, uns unterstützt. Und ja. Welche Erfahrungen habt ihr aus dieser Show mitgenommen? Oh, also das hat uns als Freunde und Partners, Duo, sehr viel weitergebracht. Weil wir haben sehr viele Situationen gehabt, wo wir... Wir waren richtig unter Druck. Genau, wir waren unter Druck. Oh boy. Und das ist gut, eine sehr gute Kennenlernphase. Diese Situation haben wir noch nie erlebt zusammen. Und wir haben so viel gelernt übereinander, wie wir zusammenarbeiten möchten, wie wir Sachen lösen könnten am besten. Also es war so eine gute Erlebnis für uns als Partner, berufliche Partner. Besties. Als Besties. Und es war am Ende eine schöne Bestätigung, dass wir sind, wie wir sind. Ja. Und wir gehören zueinander als Duo, weil wir haben durch dick und dünn, was in diese sehr intensive Phase von All Together Now, wir haben durchgekommen und wir haben Lösungen gefunden zusammen und Ja, das ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören, dass das Projekt Feuerland auf jeden Fall weitergeht. Mit Feuer und Flamme, Gabi, mit Feuer und Flamme. Mit Feuer und Flamme, ja, genau. Auf jeden Fall. Jetzt komme ich doch mal einfach noch mal so eine kurze Frage so hinterher. Jetzt All Together Now haben wir jetzt so ein bisschen abgehakt. Was meint ihr? Ist Zeit heute Mangelware? Ja. Ja, aber nein, klar ist es auch, aber es kommt auf Prioritäten am Ende. Ne? An was möchte man Zeit geben? Und da kommt es ja eigentlich dann am Ende an. Genau, und die Zeit nimmt man sich einfach. Genau, ja. Genau, so ist es. Ich denke auch. Was ist so schön ist, wir sind auf dieser Journey, dieser Reise zusammen und wir erleben neue Dinge jeden Tag. Mhm. Und manchmal, wir haben eine Ziele, wir haben eine Priorität, aber dann kommt eine neue Möglichkeit und dann wir denken, Moment, vielleicht wir nehmen jetzt die Zeit für diese neue Möglichkeit und wir nehmen das und aber jeden Tag ist neu. Mhm. Sophia, ja. Hast du manchmal das Gefühl, nur auf dein gutes Aussehen reduziert zu werden? Wie gehst du damit um? Oh,
Ich bin so froh, dass ich noch so gut aussehe, dass ich Jobs bekomme, deswegen nur. Sagen wir so. Nee, also ehrlich, ich arbeite natürlich sehr an meinem Aussehen. Ich möchte fit bleiben, ich möchte gut aussehen, natürlich. Aber ich habe so ein Vertrauen in mein Talent, dass ich weiß, dass es ist nicht nur mein Aussehen, die zählt, sondern ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass deswegen bin ich gebucht, auch für Jobs und auch komme ich gut an Leute, weil ich weiß, was ich mache, ich weiß, was ich kann. Und ich kann das zustimmen und ich finde das super, dass sie, ich finde, es ist wichtig, jede Künstler hat eine gewisse Stolz und weiß, wer die sind und was die machen kann. Und es gibt einen enormen Druck in die Entertainment-Business auf Aussehen für Männer und Frauen, was die Erwartung ist von den Fans und alles. Aber wir konzentrieren immer auf unser Herz, was innen ist, und auch auf unser Talent. Das ist auf erster Stelle. Ja, ganz und dann die Schönheit. Genau. Und dann die, die anderen Dinge. Genau. Ray, hattest du schon mal ein Blind Date? Ein Blind Date? Oh, nein. Ich weiß ganz genau, was vor mir kommt. Nein, kein Blind Date. Es tut mir leid, ich muss enttäuschen. Nein, ich weiß ganz genau, mit wem ich treffe, was ich mache. Ja. Das nennt sich auch Control Freak. Kontrollfreak. Genau, absolut. Kontrollfreak. Hashtag Kontrollfreak. Ja, aber es ist gut so. Okay. Ich bin stolz auf meine Kontrollfreakness. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. Ray, 100%. Halt in the microphone so. Was denkt ihr? Sind Gefühle heutzutage auch nur noch was für ganz mutige Leute? Nein. Gefühle sind für jeden. Gefühle. Gefühle ist, ja, wie soll man sagen, das ist sehr wichtig, dass, ich finde es sehr wichtig, dass es rüberkommt heute, dass es okay ist, jeder Gefühl zu haben und zu zeigen. Mhm. Und dafür stehen wir auch so sehr, dass man soll sich bequem fühlen, deine Gefühle zu zeigen. Ja. Ja. Sehr wichtig. Und die Seiten sind geändert. Ja, die haben sich geändert, genau. Es ist mehr erlaubt, Gefühle zu zeigen heute und so. Und wir haben mehr Vorbilder in die Media, in Fernsehen, in Social Media Land. Wir haben mehr Vorbilder und die zeigen das. Und ich finde, das sehr wichtig ist. Ja. Auf jeden Fall. Da soll man natürlich immer respektvoll bleiben und gegen Leute gegenüber, weil das ist ja auch so ein Problem manchmal, dass die Gefühle sind so groß und so hart dann vielleicht. Also das ist ja auch wichtig, immer respektvoll zu bleiben. Ich habe jetzt noch einen Wunsch. Ja. Würdet ihr so aus dem Stegreif heraus uns hier noch so eine kleine Kostprobe geben von euren Stimmen? Ja, gerne. Auch gerne. Yay! Danke schön, Gabi. Das macht uns eine Freude. Okay, so. Wir hatten wirklich vieles in der letzten Zeit aufgenommen und alles. Wir haben mit tollen Produzenten und Songwriters gearbeitet in der letzten Zeit. Mhm. Mit Marie Rhyme, mit Daniel Summer, mit Tim Peters. Ja. Wir haben eine richtige geile Nummer mit Tim Peters geschrieben. Wir freuen uns so sehr. Aber wir dürfen nichts sagen bis jetzt. Das kommt für nächstes Mal. Aber was wir haben auch gemacht, was war sehr wichtig für uns, ist diese Cover von Avicii. Ja, yeah, Wake Me Up. Ja, genau. Und er kommt aus Schweden. Ja. Er kam aus Schweden, der ist leider nicht mehr. Ja. Leider nicht. Genau. Aber da haben wir unsere Feuerland-Version gemacht von Wake Me Up. Und da können wir ein bisschen. Ja, ein bisschen gerne. Yeah. Ja? You ready? Macht gerne. Hey, sag mich. Ja? Okay. Hey, sag Bescheid, wenn's wieder leicht wird, wenn das Sonnenlicht hereinbricht. Auf der Suche nach mir selbst war ich oft verloren und allein. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost.
schön. Nur für dich, Gabi. Danke, danke, danke. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch ein bisschen erfreut, zuzuschauen und vor allen Dingen jetzt auch zuzuhören. Dankeschön. Und ja, wie sehen eure Pläne aus? Ich habe da ein Vögelchen mir schon was zwitschern hören, also nicht meine eigenen, aber ein anderes Vögelchen hat mir gezwitschert, es steht eine neue Single am Start. Ne? Mhm. Mhm. Vieles kommt, vieles kommt und wir haben natürlich gewartet auf All Together Now und diese Show und jetzt, es kommt an Freitag, und mit das kommt alle unsere Pläne, alles, was wir haben in den letzten paar Monaten vorbereitet. Genau. Und vor allem diese Single mit Tim Peters bringen wir dann groß raus. Genau. Und genau darüber machen wir dann nochmal separat was. Ja, ja, wie das machen wir. Freue mich schon. Danke, Gabi. Dankeschön. Ja, und wir freuen uns jetzt erstmal auf Freitag und die dann folgenden 5 weiteren Folgen von All Together Now. Genau, Freitag, 20.15 Uhr, Sat 1. Yes. Viel Spaß dabei. Wir gucken uns das natürlich auch an. Ne? Ja, wir sind dabei. Sind wir schon 3. Yes. Mit Detmar sind wir schon 4. Wir sagen danke fürs Zuschauen und sagen bye bye, bis bald. Bye.